Wie sieht der Bewerbungsprozess aus? Es gibt ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Das startet mit einem unverbindlichen Erstkontakt. Das kann ein E-Mail sein, das kann ein Gespräch sein, eine Teilnahme an einer Online-Infoveranstaltung. Und wenn das dann ein positives Gefühl auslöst, folgt dann die konkrete Bewerbung auf eine ausgeschriebene Stelle. Wenn auch das dann positiv ist, dann gibt es ein Online- oder persönliches Bewerbungsgespräch und im Anschluss daran dann ein Assessment. Das ist vor Ort ein Tag in Bellinzona, in Fribourg oder in Luzern. Für deutsche Fachpersonen ist das online mit Ariamondo. Als letzter Schritt folgt dann das Online-Gespräch mit der lokalen Partnerorganisation, wo man auch nochmal schaut, wie das harmoniert. Nach einem erfolgreichen Bewerbungsprozess folgt die Ausarbeitung des Vertrags und dann startet die Vorbereitung auf den Einsatz.